Peace, meine lieben Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf Doggy3DL. Ja, Leute, ich muss euch leider das ganz Trauriges erzählen. Und zwar ist meine Kamera derzeit leider nicht vorhanden. Ich habe leider ein kleines Problem mit meiner Kamera gehabt und musste sie leider, die ist auf jeden Fall nicht da. Ich werde auf jeden Fall näher dazu eingehen, aber ich danke euch erstmal, dass ihr dafür Verständnis habt. Ich werde natürlich in Zukunft wahrscheinlich überlegen, erstmal mit Handyvideos, also jetzt nicht wie so ein Instagram-Rapper, sondern ich werde versuchen, ein paar Handyvideos aufzunehmen, also sprich meine Kamera als Handy zu nehmen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es wirklich mache. Ich wollte es ehrlich gesagt nicht so gerne, weil die Kameragrafik ist wirklich miserabel und Doggy3DL, wisst ihr, steht für Qualität und naja. Wenigstens habt ihr meine Stimme, meine lieben Freunde. Und zwar folgendes: Wurde mir ein bestimmtes Video vorgeschlagen bei YouTube. Ich schaue mal eben kurz rein. Einen Moment. Ja. Und zwar gab es vor einem Jahr ungefähr eine kleine Diskussion zwischen dem Rapper PA Sports und einem sogenannten. Wie hieß der Typ nochmal? Tillmann, richtig. Tillmann von Trau keinem Promi. Natürlich keine Werbung an dieser Stelle, ich werde auch seinen Namen jetzt nicht irgendwie verlinken oder seinen Kanal verlinken, sondern in diesem Video ging es eigentlich im Prinzip um, ja, wie soll ich sagen, also der Tillmann hat PA Sports vor einigen Jahren oder vor einigen Monaten beschuldigt, er würde wohl für die Illuminaten, sprich für eine Loge, arbeiten, indem sie irgendwie Zeichen, also viele andere Rapper würden auch für diese Loge arbeiten bei Universal oder bla bla bla. Ich habe da keine Ahnung. Ich habe mich da jetzt nicht so großartig mit befasst. Der Tillmann haut auf jeden Fall regelmäßig solche Verschwörungstheorien raus und ich glaube, das Thema Verschwörungstheorien ist im Moment richtig gerade am Hypen. Im Endeffekt wird PA Sports halt vorgeworfen, dass halt wie gesagt mit solchen komischen Zeichen sein Album posiert und irgendwelche Lieder texten mit solchen Aktionen. Ich werde euch mal kurz etwas einblenden, dann könnt ihr euch mal selber einen kleinen Blick machen, was ganz, ganz kurz ist. Ich habe mich auf ein Thema dann einfach spezialisiert, weil es niemand außer mir macht. Und zwar ist es diese okkulte Symbolik speziell im Deutschrap. Ja, meine Freunde. Auf jeden Fall, um diesen Tillmann jetzt nochmal darauf einzugehen, Freunde, dieser hat einen Kanal auf YouTube, der sich, wie gesagt, Trau keinem Promi nennt und deckt da so ein oder anderen Verschwörungstheorien auf. Ja. Unter anderem sagt er ja, dass in Amerika diese Verschwörungstheorien oder diese Art von Illuminatenzeichen und bla 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 wohl richtig heftig zur Geltung kommen und da halt wirklich speziell viele Rapper oder viele Künstler, beispielsweise Dr. Dre oder Jay-Z und Rihanna und bla 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 Lady Gaga, dass die wohl für eine bestimmte Gruppierung arbeiten und PA Sports und sprich jetzt die Deutschrap-Szene da immer mehr und immer mehr auch in diese Richtung gehen werden. Der YouTuber Leon Lovelock war ja vor kurzem auch richtig krass im Gespräch gewesen, dass er diese ganzen Verschwörungstheorien und dieses ganze Drum und Dran wirklich ins Rennen bringt und sprich wirklich nur noch Unwissen verbreitet. Ja, der Tillmann darf sowas nicht, Keanu darf das, wer war noch bei Leon Lovelock, Adrian Boyupi darf das, PA Sports war ja auch da und hat auch wieder über solche komischen Verschwörungstheorien geredet, also im Prinzip widerspricht er sich, vor einigen Jahren hat er ja dagegen gesprochen, dass es sowas nicht gibt. Ich wollte dieses Video nicht mehr rausbringen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach so langweilig geworden ist. Herrn Tillmann Knechtel, auch bekannt als Trau keinem Promi, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, wilde Verschwörungstheorien aufzustellen beziehungsweise die gesamte Weltverschwörung aufzudecken und jetzt noch zu seinem Schwerpunkt gemacht hat, deutsche Rapper damit reinzuziehen beziehungsweise ganz klar und deutlich zu machen, dass deutsche Rapper zur Loge gehören, den Illuminaten. Ja, und diese Rapper, die ganz klar schon damit spielen mittlerweile, ja, das sind Rapper, die damit spielen wollen. Die wollen, dass solche Typen wie Tillmann Knechtel dann ein Video machen, wo die erzählen, der gehört jetzt zu den Illuminaten, weil die es einfach verdammt witzig finden und es auch geil finden, ihr Image damit zu bündeln. Aber Tillmann, du tust mir einfach leid, Digga. Ich habe dich kennengelernt. Du sahst sehr blass aus, sehr ungepflegt. Du bist so, als wärst du, hättest du dein Zimmer in den letzten 2 Jahren nicht verlassen, Digga. Und natürlich passieren ungerechte Dinge auf der Welt und ich bin für jeden,
der sich gegen Ungerechtigkeit, gegen Unterdrückung und all dem irgendwie erhebt und was leistet. Und ich denke, ich als jemand, der Songs schreibt und auch viele Dinge darüber geschrieben hat, hat dafür schon 100-mal mehr getan als du. Aber mit deiner Scheiße, die du da auf YouTube verzapfst, bewegst du ganz genau gar nichts. Außer, dass du diese Menschen, die eh schon dumm sind, noch mehr verdummen lässt und denkst, dass diese plumpe Art, Dinge zu durchleuchten, wirklich irgendwas mit der Realität zu tun hat. Keanu darf das, wer war noch bei Leon Lovelock, Adrian Boyupi darf das, PS Boss war ja auch da und hat auch wieder über solche komischen Verschwörungstheorien geredet. Also im Prinzip widerspricht er sich, vor einigen Jahren hat er ja dagegen gesprochen, dass es sowas nicht gibt und jetzt ist er jetzt doch mit solchen Verschwörungstheorien am Gang, also man weiß jetzt nicht wirklich, was ist da los, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich darüber berichte, Freunde. Auf jeden Fall habe ich da bei YouTube einen Vorschlag bekommen und deshalb habe ich das Video da einmal kurz versucht, euch zu erklären. Ihr könnt euch gerne ein paar Blicke davon machen. Auf PA Sports Kanal ist sowas, glaube ich, noch zu finden. Ansonsten, Freunde, danke ich euch für eure kurze Aufmerksamkeit. Ist vielleicht jetzt keine richtige Rap-Talk-Folge, aber ich glaube, es macht trotzdem Spaß zuzugucken. Also, ich danke euch fürs Einschalten, meine Freunde, und Peace and out.